Ein möglicher Grund der weiblichen Unfruchtbarkeit sind verschlossene Eileiter. Hierbei wird der Transport von Samenzellen in Richtung Eierstock bzw. von Embryonen in Richtung Gebärmutterhöhle durch einen Verschluss der Eileiter verunmöglicht. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Ursächlich sind häufig Infektionen, die weiter zurückgelegen sind, auch zum Beispiel eine Blinddarmentzündung, manchmal auch eine sogenannte Endometriose. Wir können einen Verschluss der Eileiter relativ leicht feststellen. Diese Untersuchung nennt sich Hycosi. Bei dieser Untersuchung wird mittels eines dünnen Katheters ein Gel über die Eileiter hindurchgespült. Wir können die Bewegung dieses Gels schmerzlos im Ultraschall feststellen und dadurch direkt der betroffenen Frau auch mitteilen, ob ihre Eileiter durchgängig sind oder nicht. Wenn es tatsächlich so ist, dass einer der Eileiter verschlossen ist, dann besteht definitiv auch ein Grund zur Durchführung einer Kinderwunschbehandlung, beziehungsweise auch der IVF-Fonds übernimmt bei verschlossenen Eileitern einen Großteil der Behandlungskosten.